Wir haben vor dem Gespräch kurz so mal in die Richtung Dystopie, Utopie geschaut und Sie haben gesagt, Sie wollen auch nicht zu dystopisch sein. Aber was erwarten wir noch aus Ihrer Sicht und mit dem, was Sie an, ich sage mal, Erfahrungen haben, aus dem, was da in Politik und Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten entstanden ist in Bezug auf das, was wir jetzt heute erleben, was, wo müssen wir noch durch? Wie lange dauert das noch? Tja, wenn ich das wüsste, dann kriegte ich einen Nobelpreis, aber den kriegen sie ja heute ja auch nur für Ideologie. Ich muss aus meiner langen Lebensstrecke immer wieder denken an eine berühmte Rede von Franz Josef Strauß, die man ja durchaus bei YouTube und überall nochmal nachgucken kann. Das war die sogenannte Sonthofener Rede, wo Strauß vor 40 Jahren oder was als CSU-Vorsitzender, damals als die das war ja ein explodierender Mensch von hohem Intellekt. Es war ja auch immer interessant, der sprach fließend Latein. Heute wissen Sie, Frau Baerbock sagt, Putin muss sich um 360 Grad ändern. Drin. Also merkt gar nicht, dass er da, es ist ja alles so unfassbar. Der sprach fließend Latein, Griechisch, alles so. Und der Strauß hat damals eine Rede gehalten bei Wienerwald, Jahn. Das war diese war Amigo, diese, war alles Amigo. Wienerwald, das sind diese Hündchen gewesen. Ja, genau, gab es ja da. Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. Das war so ein Spezi von Strauß, war ja alles Amigo. Aber damals war es ja harmlos. Heute geht es ja um Milliarden für Herrn Biontech und was auch immer. Damals ging es um die Erlaubnis, einen Grill aufzumachen. Ja. Aber die berühmte Sonthofener Rede, die illegal aufgenommen wurde damals, wo Strauß sagte, eigentlich muss Deutschland erst kaputt gehen. Also es war damals Regierung Brandt und wo er sagt, lass die Deutschland zugrunde richten, dann kommen wir erst wieder hoch. Also auch als CSU und CDU damals, weil ja alles andere Verhältnisse, das waren ja alles noch Persönlichkeiten, auch in der CDU. Das ist ja heute alles unfassbar schrecklich, was daraus geworden ist. Und die berühmte Sonthofener Rede, also man muss quasi abwarten, bis alles kaputt ist, um wieder was Neues entstehen zu lassen. Und ich muss ehrlich sagen, ich denke oft daran zurück, weil ich das ja selbst quasi erlebt habe. Und das war damals, also wie kann man nur sowas sagen? Aber ich bin wieder bei Roman Herzog, bei dem Satz, uns geht es immer noch zu gut. Das heißt, es muss ein Punkt kommen und ich hoffe, dass es kein Krieg ist. Obwohl, wer will uns das sagen, denn sagen, was jetzt aus dem, was sich in der Ukraine da abspielt, noch wird? Sich entwickelt. Das weiß kein Mensch. Aber ich gehe mal da. Ich kann nur hoffen und beten, dass es dazu nicht kommt. Also Dritter Weltkrieg und die Angst davor. Aber es muss ein Punkt sein. Ein Wendepunkt ist eigentlich nur, wenn es uns mal dreckig geht. Also wenn wir merken, meinetwegen die Währung bricht zusammen oder die Inflation ist so unwahrscheinlich groß oder wir werden von Flüchtlingen überrannt. Also wer, verstehen Sie, das ist jetzt, sage ich, ohne Schaum vom Mund, sondern einfach nur, wer sich die Flüchtlingsströme anguckt und wer alle schon auf gepackten Koffern sitzt. Wenn die jetzt alle kämen, man muss sich das nun mal vorstellen, dann schaffen wir das nicht mehr. Also dieser Satz, wir schaffen, das ist ja das Idiotischste, was es überhaupt gibt. Und das ist ja fast wie Kaiser Wilhelm, also der hat angeordnet, wir schaffen das. Das ist ja alles unfassbar. Aber es kann nur über diesen Weg geben, dass wir in irgendeiner Weise geschockt werden. Da wären wir wieder beim Schmerz. Ja, es ist nicht jeder Lernen Mediziner sagt einem, genauso wie Medizin muss bitter sein, sonst wirkt sie nicht. Und eigentlich hilft nur Schmerz. Also und Schmerz, das ist ja das Schlimme an Leber und an solchen Dingen, die nicht schmerzen. Da merken die, oder Leukämie schmerzt ja nicht, da merkt man zu spät. Also ich will, es kann auch alles ganz anders kommen. Aber ich glaube, wir sind an so einem Punkt, wo irgendwo so ein Knackpunkt, so ein Wendepunkt
schon da ist, weil die Leute ein bisschen merken, ich meine, wenn sie jetzt einkaufen im Supermarkt und kaufen immer das Gleiche ein, bezahlen sie inzwischen das Doppelte. Wie lange wollen wir das noch? Irgendwann sind ja auch die Sparkonten und alles weg. Wie lange können wir uns Urlaub noch leisten? Die Kinder, die natürlich, die wollen mithalten mit den anderen und wollen Markenartikel und also sind ja alles oft so Kleinigkeiten. Wie wollen Leute das heute noch stemmen? Wo gibt es Wohnungen, Wohnraum? Wir haben doch jetzt schon viel zu wenig Wohnungen. Es werden doch keine mehr gebaut. Es ist doch alles völlig verfahren. Und der Witz ist, selbst wenn eine andere Regierung käme, die Koalitionen sind so, der Kurs ist... Dass sich nichts ändern würde. Das wird sich nichts ändern. Aber dann ist die Frage, was kann jeder Einzelne beitragen? Zum Beispiel, das habe ich heute wieder mal aus dieser Sendung gelernt, zu seiner Meinung zu stehen, seine Meinung zu äußern und sie ganz klar und deutlich zu äußern und einfach mit geradem Rücken zu sagen, stopp, hier ist meine rote Linie. Ja, es fängt ja bei Kleinigkeiten schon an. Also nehmen Sie mal, wieso lassen sich Eltern gefallen, dass Lehrer ihren Kindern Gendersprache, Genderideologie und diese ganzen Dinge aufzwingen? Wieso lassen sich Eltern gefallen, dass Kinder indoktriniert werden in den Schulen? Also es fängt ja bei dieser Kleinigkeit an. Naja, aber weil die Eltern ja selbst im, ich sag mal, Hamsterrad drin stecken und oftmals auch gar nicht mehr die Zeit haben, dem hinterher zu rennen. Ja, aber sie jammern ja oft. Und da sage ich, wieso jammert ihr denn? Denn geht doch hin und macht einen Elternabend und lasst euch das nicht bieten. Aber da sind wir wieder bei Meinungen äußern. Dann auch tatsächlich auf dem Elternabend zu sagen, so, ich sehe das anders. Ja, und diesen Mut, den haben eben viele nicht. Und da sind wir eben, da kann man nochmal drüber reden. Und da ist ein Mann wie Ralf Schuler, der ja da bei Bild gekündigt hat und seine Ostbiografie hat, da sind uns die Ossis, die ich ja liebe, weit voraus. Sie haben noch diese Diktatur erlebt, die wir beiden ja nicht erlebt haben. Also sie sowieso nicht, aber ich nicht. Und die wissen, die haben ein Gespür dafür. Die lesen zwischen den Zeilen. Es liegt was in der Luft quasi. Es liegt was in der Luft. Und die sind wach. Also manchmal denke ich mir, wenn wir die Wiedervereinigung an meinem Geburtstag, 9. November 89, nicht erlebt hätten, die Bundesrepublik, die alte, wäre längst ruiniert und fertig. Der Widerstand, der mutige Widerstand, kommt doch nur aus dem Osten. Also die 50 Künstler, die sich gegen Corona gewandt haben mit diesen harmlosen Videoschnipseln. Nach 2 Tagen sind die Wessis alle abgesprungen, weil sie Angst hatten um ihre Karriere. Wer da geblieben ist, ist ein Typ wie Jan-Josef Liefers, vor dem ich den Hut ziehe. Der sagt, ich habe doch die DDR erlebt und überlebt. Da werde ich doch hier nicht klein beigeben bei solchen Dingen. Das heißt, sie kommen zum Schluss immer wieder zur Biografie und sagen, bin ich so selber gefestigt, dass ich dem Widerstand ins Auge blicken und notfalls auch Opfer bringe. Also es kann sein, dass jemand jetzt uns gehört hat und sagt, Mensch, ich will das wieder, will mich wehren oder so. Da kann ich immer nur sagen, Opfer tut weh. Also es gibt nichts, wir werden nicht bejubelt, sondern, denn das wäre ja das Allerschönste. Wenn alle jubeln würden, dann wäre ja die Welt wieder in Ordnung. Ja. Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Und diese unfassbare, da müssen Sie persönlich schon stabil sein. Diese Ausgrenzung, diese Diffamierung, diese Existenzvernichtung. Ich meine, ich kann gut reden, ich bin ja gut ausgestattet. Aber jemand, der jetzt um sein Gehalt sich sorge, um seine Familie, um die Zukunft, um die Rente, sind Opfer, die man bringt. Aber ich meine, jetzt bin ich wieder bei Bonhoeffer. Der ist sehenden Auges in den Tod gegangen. Der wusste, wenn er bei seiner Haltung bleibt, die er hat gegenüber den Nazis, dann bleibt nur noch der Tod. Und der hätte in Amerika bleiben können und in England und in Schweden. Die 3 Alternativen hat es gegeben und er ist zurückgekommen und hat gesagt, mein Platz ist hier. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich.